Wer im deutschen Profisport Preise für die Kategorien Kraft und Stärke vergeben dürfte, würde dabei wohl zuerst an Matthias Steiner denken. Stärke beweist er bei seinem Olympiasieg 2008 nicht nur, als er 250 Kilo in die Luft wuchtet, sondern auch bei der Siegerehrung. Mit der Goldmedaille in der einen Hand und dem Foto seiner verstorbenen Frau in der anderen sorgt er für einen Gänsehautmoment. 2010 heiratet der gebürtige Österreicher seine Freundin Inge Posmig und findet mit ihr ein zweites Mal sein Liebesglück. Statt der Sportlerkarriere ist der 38-Jährige heute Kleinbauer, Unternehmer und liebevoller Familienvater. Die Gewichte, die der Zweifachpapa heute in die Luft stemmt, haben sich offensichtlich ziemlich verändert. Bislang hielt der sympathische Unternehmer seine Söhne weitgehend der Öffentlichkeit fern. Auf den Fotos aus dem Hause Steiner konnten wir hinter den Smileys nur erahnen, wie die Sprösslinge fröhlich grinsen. Nun teilt der ehemalige Gewichtsheber jedoch einen seltenen Familienschnappschuss. Mit Frau und Kids macht der 38-Jährige einen Wanderausflug in die Natur. Während die Eltern und Sohnemann Felix fröhlich in die Kamera lächeln und den Daumen nach oben zeigen, scheint das triste Regenwetter Nesthäkchen Max wohl gar nicht zu gefallen. Oder bekommt ihm der auffallende Geruch des frischen Bärlauchs im Hintergrund etwa nicht? Mehr Unterhaltungswert als die Smiley-Gesichter hat Maxchens Grimasse allemal.